Bei vielen technischen Prozessen ist Wärme- und Stofftransport ein wichtiges Thema. Generell unterscheidet man beim Transport zwischen erzwungenem Transport durch Strömung, auch Konvektion genannt, und freiwilligem Transport durch Konduktion. In einer Heizungsanlage haben wir beide Arten des Transportes. Zum einen wird das warme Wasser vom Heizkessel zum Heizkörper mittels Strömung transportiert, also durch Konvektion. Zum anderen wird durch den Heizkörper hindurch die Wärme durch Wärmeleitung, durch Konduktion transportiert. In einem festen Körper sind ja gar keine Strömungseffekte möglich. Als Ingenieur wollen wir die Transportphänomene quantitativ beschreiben. Wir wollen uns hier auf die Konduktion beschränken. Konduktiver Transport kann mit der Bewegung eines Gegenstandes auf einer schiefen Ebene verglichen werden. Die Geschwindigkeit eines Körpers auf einer schiefen Ebene ist proportional der Steigung. Analog ist die Geschwindigkeit des konduktiven Transports proportional dem Gradienten einer transportverursachenden Größe. Die Porositätskonstante, hier mit K abgekürzt, kann man im mechanischen Analogon mit der Reibung vergleichen, die zwischen Gegenstand und schiefer Ebene herrscht. Hier ist die generelle Transportgleichung des konduktiven Transports formuliert. Flussdichte ist proportional Gradient. Bei der Wärmeleitung ist die Wärmeflussdichte, also die Wärme pro Fläche und Zeit, proportional dem Temperaturgradienten, also der Änderung der Temperatur mit dem Ort. Die Porositätskonstante heißt Wärmeleitfähigkeit Lambda. Das negative Vorzeichen entstammt der mathematischen Konvention, dass der Transport in Richtung einer negativen Steigung, also eines Gefälles, erfolgt. In diesem Beispiel haben wir links ein niedriges Temperaturniveau, rechts ein hohes Temperaturniveau und dazwischen ein lineares Temperaturprofil. Das Gefälle ist überall gleich groß, entsprechend ist auch die Wärmeflussdichte überall gleich. Wir sprechen von stationärem Wärmetransport. Wir können an diesem Schaubild den Gradienten der transportverursachenden Größe dt nach dx in grün einzeichnen, sowie die Flussdichte dq durch a dt in lila. Zwischen diesen beiden Größen schreiben wir die Proportionalitätskonstante Lambda. Wenn der Temperaturgradient nicht überall gleich ist, sprechen wir von instationärer Wärmeleitung. In diesem Fall ändert sich das Temperaturprofil mit der Zeit. Dies kann man mit dem zweiten Fourierschen Gesetz berechnen. Ein Temperaturprofil ist in jedem Fall Voraussetzung für einen konduktiven Wärmetransport. Die Steigung des Profils, dt nach dx, bestimmt die Geschwindigkeit des Transportes, das erste Fourierschen Gesetz. Die Krümmung des Profils, d2t durch dx², bestimmt die Änderung der Temperatur mit der Zeit. Das zweite Fourierische Gesetz. Metalle leiten die Wärme sehr gut, andere organische und anorganische Materialien leiten die Wärme deutlich schlechter. Gase sind besonders schlechte Wärmeleiter, allerdings müssen sie in Ruhe sein. Es darf keine Strömung, keine Konvektion auftreten. Diese Situation haben wir in idealer Weise im Styropor, bei welchem Gas in kleine Kompartimente eingesperrt ist. Die Wärmeleitfähigkeit von Gasen lässt sich aus der kinetischen Gastheorie abschätzen. Ausgangspunkt für die Rechnung ist diese Situation. Aufgrund der Temperaturverteilung bewegen sich aus der einen Richtung energiereichere Teilchen als aus der anderen Richtung. Die Wärmeleitfähigkeit eines Gases hängt zusammen mit der Wärmekapazität CVM, mit der Dichte des Gases, N durch V, mit der mittleren freien Weglänge, Lambda quer, und mit der mittleren Geschwindigkeit, V quer. Leichte, kleine Teilchen
haben demnach eine besonders hohe Wärmeleitfähigkeit. Verglichen mit Stickstoff ist Wasserstoff viel kleiner und viel leichter, das heißt H2 hat eine deutlich größere Wärmeleitfähigkeit. Xenon als sehr schweres und voluminöses Gas hat entsprechend eine relativ geringe Wärmeleitfähigkeit. Eine mit Xenon gefüllte Glühbirne leuchtet deutlich heller auf als eine mit Argon gefüllte Glühbirne, weil die Wärme im ersteren Fall schlechter von der Glühwendel wegtransportiert wird. Tatsächlich ist eine Glühbirne eine Art Wärmeleitfähigkeitsdetektor. Und man nutzt diese Art Detektoren zum Beispiel in Gaschromatographen zum Nachweis verschiedener Gase. Wir fassen zusammen. Wärmeleitung ist konduktiver Wärmetransport. Es gilt die allgemeine Transportgleichung für die Konduktion. Ein Temperaturgradient erzeugt eine Wärmeflussdichte. Die Proportionalitätskonstante nimmt man Wärmeleitfähigkeit Lambda. Dies ist das erste Fourier'sche Gesetz. Das zweite Fourier'sche Gesetz beschreibt die Temperaturänderung bei nichtstillen Zellen. Für Gase können wir die Wärmeleitfähigkeit abschätzen. Kleine, leichte Gase besitzen die größte Wärmeleitfähigkeit. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.